Achtung, Achtung! Das Freiheitsvirus hat wieder Berlin erreicht. Und die ganze Welt. Attention, attention. The virus of freedom spread all over Berlin and all over the world. Ich begrüße alle freien Menschen auf dieser größten Demonstration der europäischen Geschichte. Dies ist die größte Demonstration für Freiheit. Welcome to all free people to this biggest demonstration of freedom in European history. Mein Name ist Heiko Schöning. Ich bin Arzt und Mitbegründer der Ärzte für Aufklärung, die mittlerweile Tausende von Ärzten weltweit repräsentieren. My name is Heiko Schöning. I am a medical doctor and co-founder of Ärzte für Aufklärung, Doctors for Enlightenment, Medicus Polavadat, an organization that represents thousands of medical doctors. Wir verteidigen die leidenden Menschen, deren Grundrechte und auch deren Gesundheit aufgrund einer organisierten kriminellen Täuschung mit einem relativ harmlosen Coronavirus SARS-CoV-2 jetzt leiden. Die wissenschaftlichen Beweise haben wir bereits dargelegt. Auch in diesem Buch Corona-Fehlalarm, das Spiegel-Bestseller Nummer 1 ist. Es wird auch jetzt auf Englisch auch übersetzt. Und wir haben es in mehreren Sprachen auch zum Download auf der Seite Ärzte für Aufklärung. We defend the Bill of Rights of the suffering people. Their health is under attack by organized crime that used a normal flu-like virus to create massive panic and an economic lockdown. It's the economy, stupid. We present the medical and scientific facts in this book and for download of our websites. We know this. It's a scam. It's a lie. Und ich danke auch für die Unterstützung, die wir heute erfahren durften, von Robert F. Kennedy Jr. Ich bin mit ihm gestern vom Flughafen hierher gefahren, zum Brandenburger Tor, wo sein Onkel, der Präsident John F. Kennedy, diese bewegende Rede gehalten hat, vor dem Brandenburger Tor, als die Mauer noch geschlossen war. Und der sagt in einer Freiheitsrede, ich bin ein Berliner. So, thank you very much for the support of Robert F. Kennedy Jr., the nephew of John F. Kennedy, who has a great reputation here in Germany. We are very thankful for his speech, what he said years ago in front of the wall and times where it was closed. He said, I am a citizen of Berlin. Ich bin ein Berliner. This gives us a lot of hope and a lot of power. And so thank you very much for Robert F. Kennedy Jr. to support us. And he said here very clear words to the organized crime. And he said very clear words what kind of crime now is being committed to vaccines and to other bad things. Organized crime in a worldwide fashion is da. Meine lieben Mitbürger, wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt organisiertes Verbrechen und es gibt es auch im Weltmaßstab. Wir haben eine Gleichschaltung in der ganzen Welt. Wir sehen es einfach, dass dieses Coronavirus nicht die Toten fordert. Zum Glück auch nicht diese Kranken in den Krankenhäusern da sind. Das sehen die Ärzte überall. Es ist eine Täuschung. Und in der Mitte steht was? Die Wirtschaft. 2008 gab es schon den Crash. Nur dann war klar, es waren die Banken und ihre Besitzer. Und jetzt ist noch mal mehr Geld ins System gegeben. Es wurde Zeit gekauft. Das haben die alle gesagt.
Schäuble, Draghi, alle. Und jetzt 2020 soll es wieder zu einem Crash kommen, aber diesmal zu einem geplanten. Es soll ein großer Lockdown sein, wie Stage 4 in Melbourne, Australien, wo jetzt schon Ausgangssperre herrscht, wo die Läden geschlossen sind, und zwar alle, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen dürfen, wo nur noch zwei Menschen sich treffen dürfen, wo niemand mehr den anderen besuchen darf. Das ist Stage 4 Lockdown in Melbourne, Australia. Und dieses ist auch für uns geplant für September und Oktober. Und dazu sagen wir Nein! Und es ist so, ich habe tatsächlich 4 Monate, bevor diese Corona-Panik ausgebrochen worden ist, habe ich dies schon in einem Interview am 11. September 2019 auf der Plattform KenFM gesagt. Schaut euch das alles an. Da sind die einfachen, klaren Fakten. Es gibt diese Kriminellen, diese organisierte Kriminalität. My dear citizens, I was the one who presented the facts in September 2019, and I predicted that this, with this coronavirus, will happen. That's not a joke, it's just the facts. It's organized crime. Und meine lieben Mitbürger, wir müssen jetzt zur Kenntnis nehmen, dass unser Gesundheitsminister Spahn, er hat bereits 300 Millionen Impfdosen gekauft, von der Firma AstraZeneca. Und wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist eine kriminelle Firma, und zwar Emergent BioSolutions, die sich umbenannt hat. Früher hießen sie Bioport. Und 2001 waren die auch, die den einzigen Impfstoff gegen Anthrax hatten. Es ist einfach so. Genau das gleiche Muster, was wir jetzt mit Corona haben, haben diese Verbrecher schon 2001 mit Anthrax gemacht. Und sie haben auch eine weltweite Panik gemacht. Nur, dabei ist rausgekommen, dass dieses Anthrax von der US-Armee selber kam. Das war ein inländischer Anschlag. Das ist alles bewiesen. Und wir müssen einfach nur die Fakten zur Kenntnis nehmen. 2001, there was this Anthrax attack in September or in October. But this created a great panic, same like coronavirus now. Go back to the facts. And there was a company, Emergent BioSolution, who had the only vaccine. And the same people, the same company, is now making a lot of money by selling European and German government more than 300 million doses of vaccination. Emergent BioSolutions, these are facts. And we say no to Mafia, no to organized crime. Nein zur Mafia, nein zu organisierten Verbrechen. Und ich möchte schließen. Es gibt dieses organisierte Verbrechen, ja. Aber wir lassen es nicht mit uns machen, wir stehen auf. Und deswegen, wunderbar, ich glaube, heute sind 2 Millionen da. Und wir werden weitersprechen und wir werden weiter unsere Rechte selber in die Hand nehmen. Wir haben auch einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss gemacht. We the citizens, we have the power. We don't need this organized crime. We organized a COVID-19 extra-parliamentary inquiry committee, and we can do much more. We have the solution. Mahatma Gandhi of India, he showed us a way how to do this. In India, there was the British Empire. Das britische Imperium war in Indien. And he had simply, he said just, we do not cooperate. We do not work for you. We do not buy your gods. Yeah? We produce our own things and say thank you and say goodbye. And he succeeded. India is free now, and they had now in their flag the symbol of this freedom. They created their own companies. Meine lieben Mitbürger, es gibt auch etwas Gutes. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen,
Diese organisierten Verbrecher haben diese Strukturen seit Jahrzehnten aufgebaut. Wer wird jetzt profitieren davon, dass die Wirtschaft so kaputt gemacht wird, und zwar absichtlich? Das sind die großen Konzerne. Die haben das Geld, das hier auszuhalten. Die werden es einkaufen zu billigen Preisen. Ja? Und dann wird wieder the Great Reset gemacht, der große Neuanfang. Und deswegen sagen wir einfach, nein, danke, ihr Ausbeuter, ihr Verführer. Wir arbeiten nicht für euch, erstens. Wir kaufen nicht bei euch, zweitens. Wir schaffen unsere eigenen Unternehmen. Wir brauchen euch nicht. Wir haben die Kraft. Und wie wir das finanzieren, wie schaffen wir das denn? Wir brauchen Amazon, Microsoft und all die anderen, brauchen wir nicht. Wir können es alleine in die Hand nehmen mit besseren Produkten, mit besseren Dienstleistungen. Wie wir das finanzieren, ist in der Wirkraft drin. Wir können es mit nur einem Cent pro Tag von jedem von uns. Dann können wir das schon anstoßen. Auf wirkraft.org ist es beschrieben. Und wer es nicht glaubt, der kann einfach schon mal niedrig das durchspielen. Denn es gibt dieses Spiel, wir haben sie auch hier zu ein paar hundert da. Ladies and gentlemen, we have a solution, we have a plan. I not just have a dream, we have a plan. And it's not I have a dream, we have a plan how to cope with this organized crime. We do not work for you, we do not work for the organized crime, we do not buy from the organized crime. We start up our own companies. And how we do this, how we finance this with so-called we power. It's just 1 cent per day from everyone. So we are able to finance this, the change for independence of organized crime. Und damit schließe ich, wir haben die Kraft, uns von diesen organisierten Verbrechern, die auch dort im Reichstag, in der, im Bundestag, die Politiker korrumpiert haben, in allen Parteien. Und ich war noch nie in einer Partei, aber ich muss auch sagen, hätte ich mal das Buch von Sebastian Haffner früher gelesen, ja, die verratene Revolution von 1980. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Hubertus Heil, ja, ist Minister jetzt. Hubertus, du hast uns auch verraten. CDU, nicht besser. Friedrich Merz, ja, tatsächlich, Chef von BlackRock, ist das euer Ernst? AfD, schaut mal rein, Georg Pazerski, ja? Wer hat denn die drei Generationen überlebt? Wer hat denn das aufgebaut, ja, als Geschäftsführer? Georg Pazerski, der niemand anders ist als jemand, ein Oberst von der Bundeswehr, vom Militärgeheimdienst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Zeiten wie in den 30er Jahren bekommen. Schaut doch mal wirklich da rein, woher kommen denn diese Leute? Wie kann denn ein Georg Pazerski, der mit dem CIA-Chef jahrelang zusammengearbeitet hat, dort sitzen bei der AfD? Ja? Das kann nicht sein. Und auch die Grünen, was soll ich dazu noch sagen? Von Grün zu Olivgrün gewesen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Als am 1. August, wo ich aussprechen sollte, die Bühne zugemacht worden ist, da habe ich mit einem Mitgründer der Grünen durch die Polizeiabsperrung, das durchbrochen und wir standen kurz auf der Bühne mit Clemens Kubi. Ja? Wir können das, wir schaffen das durch alle Widerstände und ich weiß, dass die Polizei auch auf unserer Seite ist. Wir machen es gemeinsam. Wir Kraft. Danke für die Aufmerksamkeit. Einen Riesenapplaus für die Ärzte für Aufklärung!